Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder Onkel Nupsi. Und wir zocken heute wieder eine Runde Sunkland. Ja, Freunde, was ist los? Was ist hier geschehen? Wir hatten ja in der letzten Folge hier an unseren grünen Öko-Strom-Erzeuger gearbeitet. Und ja, was machen wir heute? Also, ich dachte mir, weil ich gerade wieder meine kritische Essensangelegenheit mir angeguckt habe, uns fehlt es ja schon wieder an allen, wollte ich ein bisschen braten, das wollte ich schon offline machen. Und dann habe ich aber gesehen, hoppla, uns fehlen Krabben, wir brauchen Krabben. Punkt 1. Punkt 2, ich würde mal rübergehen auf unsere alte Insel oder auf unsere erste Insel und mir das nochmal genau angucken. In Bezug, wenn wir da hinziehen, was können wir da machen? Wie sind unsere Aussichten? Ja, einfach, wie können wir uns da aufstellen, wenn wir uns auf der Insel aufstellen? So, des Weiteren müssen wir hier natürlich abreißen. Wir haben ja jetzt hier unnütze Zeug rumzustehen. Das kann weg. Und ja, das werden wir heute auch machen. Das heißt hier so das Zeug. Ach, und dabei fällt mir gerade ein. Grüße hier raus an Diro. Diro hatte mir wieder ein paar sehr, sehr nützliche Hinweise zukommen lassen. Zum einen ist die Geschichte mit den Stromerzeugern. Was ich nicht wusste, man kann da maximal 20 Kabel anschließen. Sollte man in seiner Denkensweise mit einarbeiten. Was ich mir jetzt auch gewünscht hätte, dass man die beschriften kann. Und warte mal, konnte ich die nicht beschriften? War hier nicht was? Nee, wa? Dass man die beschriften kann. Warum? Denn könnte man dies zu Gruppen zusammenfassen. Irgendwie, ja, dass man sagt, okay, die Viere sind für die See zuständig. Die Viere sind für das Außenlicht und so weiter. Das wäre vielleicht eine feine Sache. Na, aber gut. So. Ach ja, wir hatten ja denn... Aha, jetzt fällt es mir wieder ein. Wir haben ja die Viere. Die vier, die da oben sind. Die gehen hier unten in diesen Stromerzeuger rein. Doch, guck mal, die können wir umbenennen. Aha, aha. Ja, dann ist das ja nicht schlecht. So, also die Viere kommen hier unten alle rein, werden verteilt. Und wir hatten geguckt, ob man das nicht machen kann, weil das mit der Verteilerdose ja nicht ging. Mit dieser weißen, die wir da an der Wand haben. Da oben. Haben wir probiert, ob das funktioniert. Ja, das können wir machen. Wir können also den Verteiler an einen anderen Verteiler anschließen und von da unsere Geräte betreiben. Also, sag ich mal, wir nehmen hier oben die vier Räder und dackeln damit runter. Das ist jetzt für mich auch noch ein bisschen ulkig. Der Ene schreibt, er braucht 10 Windräder, um sein Ding am Laufen zu halten. Und der andere sagt, du, ich hab bloß 2. Na, hier kommt sicher immer drauf an, was man anschließt. So. Ja. Dann würde ich von die 4 da oben runtergehen, hier in so ein Teil drin. Das Ding umbenennen und sagen, du bist Zerteiler. Und dann stelle ich noch einen hin. Und dann bist du halt
Ja, bist du eben halt ein anderer, wa? Hier bist du der Batteriemacher. Müssen wir mal kickern. So. Ich gucke jetzt gerade mal, ja, da könnte ich wohl gleich mal ihn reinsetzen. Habe ich jetzt eine volle gegriffen? Ne, ich habe eine Leere gegen eine Leere getauscht. Muss ich euch sagen, das ist immer nicht ganz so günstig. Leer gegen leer ist, naja, reden wir nicht drüber. Okay, so. Das nehme ich mal mit rüber, das nehme ich auch mit rüber. Man kann nicht wissen, was wir da drüben auf der Insel noch tun müssen. Den Draht lasse ich hier, die Mauern lasse ich auch hier. Sprit brauche ich hier auch nicht. Wir können ja mal sehen, dass wir unseren Heli nehmen. Fliegen wir mit dem Heli rüber? Ja, das können wir machen. Ich wollte eigentlich noch irgendwas beim Händler einkaufen, ein bisschen was zu essen, aber ich habe hier keine Wertsachen mehr. Mal gucken, wir haben ja einen Tresor. Vielleicht haben wir da was drin. Was haben wir hier drin noch? Deko. Und hier haben wir so ein Schnulli. Der Tresor ist leer. Ach. Der ist genauso leer wie unser Aquarium. Gut. Ja. Also. Da haben wir nichts, da haben wir nichts. Ne, wenn wir nichts haben, dann haben wir nichts. Können wir nicht verkaufen. Ist ja auch klar, wir waren ja ewig schon nicht mehr unterwegs. Also sprich, wir müssen ja morgen mal tauchen gehen und so, wa? Dass wir wieder was kriegen. Bei der Gelegenheit möchte ich gleich nochmal erwähnen. Die Blaupausen, die findest du jetzt nicht mehr an festen Orten, sondern die sind jetzt in diesen Schränken drinne, wo die Zahnräder sind. Ja, da sind die random drinne. Das haben sie gemacht, damit nicht nur speziell jetzt die Teile besucht werden, sondern dass wieder überall getaucht wird. So. Hier mal gucken, ob ich hier draußen was siehst du. So was habe ich mir da gedacht. Genau so was. Einfach mal reingeschmissen, weil ich in dem Moment keine Zeit hatte. Und dann passiert so was. Mal gucken, ob zufälligerweise der Schredder in Betrieb ist. Na, super. Ja, Freunde. Ach so, und dann war noch was. Diro schrieb mir, ihnen ist aufgefallen, dass wenn ich irgendwas benutze, dann zieht das erste Mal meine Schnellstartleiste. Und das wäre nicht nötig. Wenn ich aus dem Inventar heraus, sagen wir mal, ich brauche die Kiste, dann habe ich die früher mal runtergezogen und dann benutzt. Nee, ich kann sie einfach mit rechts anklicken. Und schon habe ich es in der Hand. Finde ich cool, ja? Das finde ich nicht schlecht. Und dann pack die mal wieder weg. Okay. Ja, also wie gesagt, vielen Dank für die Tipps. So, nun ist es doch gleich hell, dann sehen wir da drüben was. Wie gesagt, ein paar Krabben einpacken und dann kickern wir mal, wie das da drüben aussehen könnte. Vielleicht kann man auch schon so, wie ich angefangen habe zu bauen, darauf aufsetzen und von da aus weitermachen. Wir müssen uns das ansehen. Dass da jetzt immer Holz mit rauskommt. Daumen hin. So, eine Platte. Denn die Bahn. Okay, den Rest behalte ich. On the man. So, jetzt springen wir ganz kurz rüber. Ach so, nicht, dass ihr euch wundert, warum ich hier so entspannt mit der ganzen Sache umgehe. Ich habe die Angriffe jetzt mal kurz ausgestellt. Wir haben da erstmal Ruhe. Weil wie die Angriffe funktionieren, wissen wir. Wir wissen auch, dass wir damit gut klarkommen.
So, gib mir zweimal davon. Ist okay. Dann nehme ich den Schrott noch mit. Ja. Warte mal, das Holz nehme ich auch mit. Wir räumen hier mal ab. Ups. Ach so, ja, was mich auch interessiert. Wir müssen mal gucken. Wir machen das ja jetzt mit Machete, wenn wir neu anfangen. Dann nehmen wir ja die Axt. Na, kick mal, die hat Abholzwert plus 10. Das ist nicht Fülle, wa? Mit Machete hast du plus 60. Dann bringen die große Axt. Ach, die haben wir nicht erforscht. Na, okay. Ja. Wird schon lustig, was da noch alles kommt. Ja, wir haben uns hier auf jeden Fall das richtige Spiel ausgesucht, Leute. So, jetzt schwimmen wir mal zum Heli. Ich hoffe, dass noch genug Schrott drin ist. Habe ich eben Schrott gesagt? Ich meine natürlich Sprit. Kicker, hier Muschis, nehmen wir mal mit. Da ist noch ein Berg Muschis. Ja, und gestern hatte ich eine Mitteilung, einen Kommentar gehabt, der wunderte sich, dass ich so wenig Kisten habe und alles. Ja, vielleicht baue ich das auch noch aus. In der nächsten Basis, dass ich da mehreren packe. Müssen wir mal sehen. So. Möchte auf unsere Insel. Wo mal die ist? Nee. Hoch, Kleiner. Bleib oben. Bleib mal schön oben. Da ist er doch. Na, ich wusste, da ist nicht weit weg. So. Ich muss aber... Nee, ich muss früher. Hör. Nupsi. Jetzt enttäuschst du mich, Kleiner. Du kannst das doch. Du musst die Dreckskarre bloß stabilisieren. Dann geht das doch. Sehr schön. Jawohl. Sanfte Landung. Perfekt, Nupsi. Perfekt. Super. Ja, ich habe gesehen, irgendwas Braunes lag da oben. Hä? Guck mal, seit wann wächst denn hier Eisen? Na, das ist ja eine coole Nummer. So, okay, wir sammeln erstmal die kleinen Piepse ein hier. Deswegen sind wir ja hier. Warte, das Holz nehme ich natürlich mit. Wir sammeln erstmal die kleinen Krabben ein. Erdbeeren können wir noch liegen lassen. Als Notversorgung da, Krabbi. El Krabbus. Ja, siehst du, haben sie das mit dem Loot auch verändert, wa? Jetzt gibt's hier Eisen auf der Insel. Ich meine, wird nicht viele sein,
Aber du hast doch auf jeden Fall gleich am Anfang schon mal. Kannst du dir was basteln, wa? Finde ich spitze. Und dann habe ich das, was ich eben aus dem Heli gesehen habe, dann war das bestimmt Kupfer. Na, das wäre hier auch eine Location. Nee, ist auch Eisen da oben. Wenn man sich hier ranstellt, kommen die von hier oben ran. Ja, sag doch, Kupfer auch. Eisen und Kupfer. Nicht schlecht. Ja. Wenn ich mich hier ranbaue. Ja. Naja, hier kommen sie auch hoch wahrscheinlich. Dann wir gehen gleich mal rein und kicken uns die Sache von innen an. Meine auch schön, dass wir. Ach, jetzt kriegst du auch Seil hier hinten. Im Prinzip wirklich alles, was du zum Start brauchst, wa? Habe ich eine Picke mit? Ich habe keine Picke mit. Also die muss ich mir ja auch wieder fest ins Inventar legen. Das ist ja zum Kotzen hier. Jedes Mal vergesse ich die olle Picke. So, wir wollten mal rennen, hat gesagt. Ach so, haben wir überhaupt schon alle Krabben? Das kann doch nicht alle gewesen sein. Wie viele Krabben haben wir denn jetzt? 3 Stück. Na, hier wurden noch mehr als 3. Krabi. Da. 4. Naja, 4 ist schon so, wie ich es in Erinnerung habe ungefähr. 4, 5 Stück gibt es hier eigentlich immer. Ja, sind 4, 5 Mahlzeiten. 4, 5 Fischplatten. Immerhin, immerhin. Okay, jetzt hoppeln wir mal auf den Berg rauf und gucken mal, was uns hier oben noch geboten wird. Einmal Eisen, einmal Kupfer. Cool. Naja, ja, wie gesagt, alles, was du für einen Start brauchst. So, hier oben könnte man natürlich wunderbar die Blitzableiter aufstellen. Wir sind hier auf 14 Meter. Noch ein paar Fundamente drauf hier. Zack, zack. Sind die Blitzableiter schon mal in richtiger Höhe. So, dann kicken wir uns mal unsere Baracke an hier. Das hier unten, ja. Ja, würde ich gar nicht machen. Würde ich lassen. Hier könnte man anfangen nachzudenken. Okay. Die Verteidigung soweit okay. Ach ja, hier hatten wir jetzt dann auch nachträglich was gemacht, nachdem die uns hier einfach mal angeranzt haben. Ich würde diese Ebene. Ha, hier sind sie. Hier sind unsere Eisenbahnen. Ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Ich hab hier Findezeug. Okay. So, der Meister sagt, ich soll trinken. Trinken wir. Soll was essen? Essen wir was. Okay. So, bum, 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 das ist soweit okay. Und dann jetzt hier nach oben. Jetzt müssten wir uns überlegen, was machen wir denn hier oben weiter?
immer die Höhe im Auge behalten. Und da fehlt es uns noch ganz schön. Von der Aussicht her sehr schön. Von der Sicherheit her würde ich auch schon fast sagen, ist okay. Ich würde hier den Rand vielleicht lassen als Verteidigungslinie. Warte mal. Verteidigt wird von hier. Oder von da. Nee, da brauche ich keine Verteidigungslinie. Ich kann das hier zumachen. Bauen. Nee, ich darf das so nicht zumachen, weil ihnen fehlen überall die Stempel. Und hier oben, na das gleiche, hier machen wir auch zu. Wir nehmen jetzt den Hammer. Warte mal, mit der Kiste können wir die nicht einpacken, wa? Nee. Wir brauchen Hammer. Cool, dass wir das jetzt so benutzen können. Das ist eine gute Sache. So. Wecki, wecki. Jetzt machen wir hier die Decke dann natürlich wieder zu. Und die Glasfenster stellen wir hier vorne hin. Ich würde ja diesmal gerne versuchen, das ein bisschen geschmeidiger zu gestalten. Naja, nehmen wir wieder weg, was soll's. So. Und hier würde ich dann vielleicht... Ich ziehe hier eine feste Wand ein. Ich mache die jetzt mal erst hier nur aus Metall. Oh, habe ich eine falsche gewählt? Hier eine 45 Grad. Ja, ja, das war der Fehler. Die wollte ich haben. So, warum mache ich das? Das mache ich, damit ich hier auch mal ein bisschen was ranstellen kann, wisst ihr? Dass ich die Wände auch mal benutzen kann. Wenn ich alles immer Glas mache, dann ist das immer schlecht mit dem Benutzen. So, sub, sub, sub. Okay, ja, hier raus verteidigen. Das ist vielleicht jetzt noch ein bisschen schwach gelöst. Soll ich hier einen Kampfrand lassen? Oder machen wir das auch bloß, dass wir sagen, wir gehen hier eh noch raus. Dass ich hier rausziehen kann und hier unten schießen, wenn da was anbrennt, so werden wir das tun. Dasselbe machen wir da drüben auch. So, so lassen wir das. Mehr kommt da nicht ran. Und dann machen wir hier wieder zu. Wir könnten Fenster einsetzen, können es auch zumachen. Was machen wir hier drin? Wir müssen uns auch einig werden, was machen wir hier überhaupt drin, wa? Also, eins steht fest, das werden wir hier auf jeden Fall oben zumachen. Jetzt hatte ich hier einen Kranz nach außen gebaut, wa? Ja, genau, also kommt das nach da hinten, gut. Wir müssen hier irgendwo hoch. Irgendwas müssen wir als hoch nehmen. Bauen, Leiter. Ja, die steht ja überall im Weg. Hier könnte ich. Komme ich dann noch vorbei? Ich denke ja. Ja. Okay.
Behindert nicht. So machen wir das. Zack, zack, hier oben machen wir zu. Ach so, nee, ich bin ja hier, das ist ja die Verteidigungslinie nach da, genau. Da muss ich hier zumachen. Ja, dann hätten wir hier schon den ersten Raum. Was könnten wir hier drin machen? Naja, wir müssen das aufteilen. Vielleicht nehme ich den Raum auch ja nicht als vollständigen Raum, sondern unterteilt das nochmal. Könnt ihr mir gut vorstellen, dass man sagt, okay, hier die Küche. Wobei ich die Küche natürlich auch wieder, der Raum hier unten ist ja noch völlig ungenutzt. Also könnte man hier auch ruhig eine Küche drin machen. Verschenkter Raum, gut, aber sei es drum. Wir machen hier eine Wand drin, plüpp, plüpp. Und dann ist das zu. Hat's umsonst. Warte mal, können wir gleich machen. Wir haben noch Eisenblöcke hier gehabt. So. Und ein bisschen Eisen haben wir noch. Mal gucken, ob wir damit hinkommen. So. Bauen. Und dann hatten wir hier die stabilen Wände. Das sind die hier, wa? Verstärkte Wand. Zugemacht, zugemacht, zugemacht. Dann sieht das schon mal schick aus. Ebenfalls geschlossen. Ja, damit können wir leben. Und dann können wir hier in dem Bereich zum Beispiel schon die Küche rinzimmern. Würde ich sagen. Pass mal auf, den können wir rausnehmen. Den können wir rausnehmen. So. Die können wir alle rausnehmen, wa? Wenn es nicht reicht, müssen wir eben nochmal reinsetzen. Okay. Dann kommen wir hier an. Dackel, Dackel, Dackel. Dann kommt hier eine Türe rein. Oder auch nicht. Warte. Bauen, bauen, bauen. Wir machen hier noch eine Wand drin. Machen wir mal die Küche nicht ganz so eng, dann können wir vielleicht einen Kühlschrank mehr hinstellen. Ja? Lasst uns mal richtig asen heute. Nee, können wir nicht. Kicker mal, hier geht ja schon die Treppe hoch. Okay. Ja, 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 ja. Pass mal auf. Haha. Wir machen das hier noch zu. Und da müssen wir das zumachen. Naja, einfach nur damit es schöner aussieht, wa? Mach ich dazu. Wir können ja mal ein bisschen schöner wohnen machen. Zack. Aber Freunde, nur ich doch hier die schönste Küche, die so ziemlich auf diesem Planeten steht. Küche mit Fenster. Na, natürlich strichst du manche einer, ja? Finde ich gut. Ja, damit können wir leben. Das können wir uns da schön anmalen. Hier können wir schön was. Ja, 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 ja. Das kann man ja schon fast als Vorratskammer nehmen hier. Aber auch für viele andere Sachen. So. Dann kann man des Weiteren. Naja, des Weiteren würde ich hier ja nicht mal so viel machen. Wisst ihr warum? Wisst. Warte mal. Nur mal getestet.
wenn ich hier zum Beispiel mein Biotreibstofflabor hinstellen wollte. Oh, meine Taschenlampe ist auch alle. Aber ist ja auch morgens geworden. So, warte mal. Kick mal nach Gummi. Bisschen Gummi habe ich. Biotreibstofflabor wollten wir haben. Nee, reicht nicht. Brauche ich mehr Gummi. Was kann ich denn hier noch bauen? Ich will nur mal andeuten. Aber ich habe nichts, was ich jetzt hier bauen könnte. Ich wollte nur mal andeuten, wie das ist, wenn ich hier was draufstelle auf den Felsen. Oder ob der Felsen jetzt, ob das verloren ist. Aber ich schätze mal, es ist verloren. Dann werden wir ja vielleicht die Ecke hier. Naja. Gut, wenn nicht, dann nicht. Dann haben wir hier unten halt die Küche drin und das war's. Ja. Wichtig ist ja, dass das alles dicht ist hier und dass uns hier keiner Auwatsche macht. Zur Not ziehe ich hier unten auch noch ein paar Wände rein, dass das sauber aussieht. Aber man kann das natürlich auch noch nutzen für irgendwas. Das werden wir auch. Irgendwas finden wir hier schon. So, was wir denn auch machen werden, wie ich aus irgendeinem Kommentar mal gelesen habe, diese Rüstungs-Jansmach-Geschichte. Wisst ihr, was ich meine? Rüstungsreparaturkit oder wie immer das Ding heißt. Dass wir uns das hier unten irgendwo hinstellen. Das war wirklich, wenn wir rausgehen, kurz vorher immer nochmal auf den Knopf drücken und unsere Rüstung reparieren. So. Ja, ansonsten ist das so schon, finde ich, ganz gut. Nimm das mal weg. Eventuell brauchen wir es ja nicht. So, dann geht das hier oben weiter. Dann würden wir hier auch in kleine Separés unsere einzelnen Gewerke reinstellen. Alle. Ja, dann kommen hier oben die nächsten Gewerke. Haben wir da und hier Gewerke. Und dann sollte das ausreichend sein. Und dann bringen wir. Dann gehen wir nochmal eine Stufe höher. Hier gehen wir nochmal rauf. Und da machen wir das. Ah, das ist denn so ein Riesenplatz. Was meint mit denen ja zum Platz? Palam, palam, palam. Ich würde sagen, wir entscheiden das, wenn es soweit ist. Jetzt lassen wir das erstmal so. Ja. Jetzt lassen wir das so. Und dann werden wir weitersehen. Vielleicht kann man auch irgendwie nochmal hier so einen Steg rüberbauen, dass man auf den Felsen kommt. Wäre ja auch nicht verkehrt. Ach, ja, wir haben hier schon Möglichkeiten. So ist es nicht, ja? Also das ist hier nichts verloren. Nicht. Wir können uns hier schon frei entfalten und auch gut verteidigen. Das ist kein Ding. Kann sich hier noch ein fettes MG hinstellen, wenn man denn möchte. Wir haben hier die beiden Balkons zum Verteidigen. Gut. Wir können ganz. Ne? Ist da kein Fenster? Wir können hier ganz normal rausballern. Passt schon. Wir können auch von hier verteidigen, wenn hier unten. Wenn sie da rumknabbern. Naja, und das ist hier sowieso C-Fallet. Aufregend wird's, wenn wir hier stehen und die ballern da draußen. Naja, gut. Dabei belassen wir es jetzt. Wir können noch einen Rundgang machen wegen Krabbis. Hier was nachgewachsenes. Ich nehme noch, nehme ich Erdbeeren mit. Ja, kann ich. So. Ja, und dann unbedingt die Picker einstecken, wa? Junge, 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 Junge.
Ja, auch interessant, was jetzt hier unter Wasser liegt, wa? Also wir werden definitiv nächste Runde ein bisschen die Unterwasserwelt wieder beobachten. Denn uns fehlen ja noch Blaupausen. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Blaupausen. Da ist nichts bei, was wir jetzt unbedingt bräuchten. Aber wir wollten sie doch gerne haben. Die gehört da zum Spiel dazu. Deswegen werden wir uns die auch holen. Und die sind mit Sicherheit unter Wasser zu finden, nicht über Wasser. Gut. Ja, Freunde, das war eine kurze Runde ohne große Highlights. Muss ich leider mal so sagen. Aber doch wichtige Geschichten, wa? Wie gesagt, alle zukunftsorientiert. Wie das hier funktioniert mit unserer Stromversorgung, da bin ich mir noch nicht im Klaren. Das ist jetzt hier nicht so deutlich abzusehen wie auf unserer anderen Insel, auf unserer Wasserbase. Was aber andersrum nicht heißt, dass es unmöglich ist. Mann, das geht ja ganz gut. Guck mal, ich könnte ja natürlich auch hier von einem Felsen zum anderen. Warte mal, nee, wo ist denn mein anderer Felsen? Den habe ich ja eingebaut. Da. Wenn ich hier ein Fundament hochziehe und das rüberleite nach da drüben, dann könnte ich mir auch so eine große Brücke machen. Naja, das gibt es auch viele. Ach, weil ich gerade da unten die Fische schwimmen sehe. Nur mal so am Rande bemerkt, das ist jetzt nicht mehr extra getrennt, ja. Wir haben also keine Haifischhaut mehr und Merlinhaut, sondern alles, was wir da fangen und töten, ist automatisch Leder. Ja, warum sie die gemacht haben, keine Ahnung. Aber es ist jetzt Leder. Ich weiß ja nicht, ob wir jetzt hier so einen Merlin killen können. Geh mal kiegern. So, was hab ich gekriegt? Leder. Ein Leder. Ein Merlin, ein Leder. Ja, so ist das. Merlin ist mit der Machete natürlich ein leichtes. Ja, ich finde, es sieht auch schon nicht schlecht aus hier. Man kann was draus machen. So. Da haben wir ja keine Picke haben. Jetzt kicke ich nur mal kurz nach unseren Schrauber, wie es hier mit dem Sprit überhaupt aussieht. Eine Truhe haben wir nicht, okay. Sprit die Belinda. Oh, 17, gut, wunderbar. Ja, wir könnten jetzt rüberfliegen wieder. Aber ich finde, er steht hier auch erstmal ganz gut. Das ist schon okay. So, dann dackeln wir mal zurück. Ich habe das Gefühl, die haben da unten auch schon wieder irgendwas Neues. Die werden das Ganze... Ja, natürlich. Natürlich machen die hier unter Wasser auch. Und das ist das, was den Entwicklern auch ein bisschen gestört hatte, dass die Unterwasserwelt nicht mehr so in Anspruch genommen wird. Weil ja feststeht, wo finde ich die Blaupausen? Also waren wir jetzt ja nicht mehr gezwungen, irgendwo großartig zu tauchen, ja? Naja. Gut.
wird schon alles werden. So, ich hau mir hier noch offline ein bisschen was auf den Grill. Sehen wir zu, dass wir hier zu Potte kommen. Okay, Freunde. In diesem Sinne, schönen Dank fürs Zuschauen. Erzählt mir doch mal, was ihr von der Basis da drüben so im Grundaufbau haltet. Ist das so ausbaufähig oder sagt ihr von vornherein, ach, das ist Kacke? Auf eure Meinung legt ja doch immer sehr viel Wert. Also, bis zum nächsten Mal. Sagt schön mit Ö, euer Onkel Nupsi.